Wir befinden uns im 642er Erzgebirgsbahn. Wir können einen kleinen Rundblick machen. Wir fahren also nun auf derselben Strecke wie die Citybahn weiter in Richtung Kemptz aus Niederwieser aus. Und wie wir gesehen haben, fahren auch die Doppelstockzüge nach wie vor. Da das ja aber nicht mehr zur eigentlichen Nebenbahn gehört und somit auch nicht so umwerfend interessant ist, würde ich sagen, brauchen wir uns nicht die ganze Fahrt unbedingt anzuschauen, sondern wir blenden uns erstmal kurz aus bis zum nächsten Halt. Der nächste Halt ist auch schon eingeblendet. Etwas verflimmert. Nächster Halt, na komm, Chemnitz-Hilversdorf. So, wir passieren das Eisenbahnmuseum in Chemnitz-Hilversdorf. Dasselbe werden wir nachher nochmal kommen. Nächste Station, Chemnitz-Hilversdorf. Einstigen Betriebsamkeit finden eines großen Güterbahnhofs ist nicht mehr viel geblieben. Wir sehen es hier. Der 642er der Erzgebirgsbahn ist also in Kemptz Hauptbahnhof angekommen. Der 642. Auch schöne Fahrzeuge. Wir haben aber für unsere Nebenbahn ein bisschen überdimensioniert. Auch unser Citybahn-Triebwagen ist eingetroffen. Da steht er. Bis zur Abfahrt ist noch etwas Zeit. Die können wir nutzen. Wir können uns ein bisschen umschauen. Im Kemptzer Bahnhof. Zu viel gibt es nicht mehr zu sehen, aber vielleicht sehen wir doch noch ein bisschen was. Da drüben zum Beispiel eine Rarität. Ein in der Regio, der tatsächlich noch mit alten, mit blauen Wagen da rumfährt. Bitte sehr, sind selten geworden diese Züge. Hier ist also nun der Hauptknotenpunkt der Strecke. Und wie gesagt, gleichzeitig der Endpunkt unserer Nebenbahnlinie. Noch ein kleiner Rundblick über den in mittäglicher Stille da liegenden Bahnhof Kemptz Hauptbahnhof. Nur wenn es interessiert, heute ist kein Wochenende oder so am Sonntagfeiertag. Ja, fangen wir mal so ein paar Fahrzeuge ein. Wir haben heute Donnerstag, den 21. April. Die Zeiten, in denen hier tagsüber der Berg gebrummt hat, sind aber längst vorbei. Der Zugverkehr jetzt hält sich in bescheidenem Rahmen. Hier kommt zum Beispiel mal ein Doppelstockzug. Da kommt aus Frieser und endet hier. Hier entschwindet ein Eilzug in Richtung Dresden. Wir haben also jetzt bis Niederwieser dieselbe Strecke wie unsere Citybahn. Bis Niederwieser ist der Hauptbahn angesagt. Wir können noch ein bisschen zugucken. Und dann reicht er also aus der Hauptbahn nach Dresden. Ansonsten ist ja dort über nicht mehr viel los. Wie gesagt, die großen Zeiten der Eisenbahn sind ja längst vorbei. Untergang des Römischen Reichs, genau wie in Hilversdorf. Ich denke, wir haben es gesehen.
So, sehr viel mehr gibt es hier zum Genfer Hauptbahnhof nicht zu sehen. Als nächstes schauen wir uns also unseren Triebwagen an und blenden uns bis dahin erstmal kurz aus. Wir befinden uns also nun in unserem Regio Shuttle Triebwagen. Wir können einen kleinen Rundgang durch den Triebwagen unternehmen. Wir sind hier am hinteren Führerstand. Vielleicht erkennt man es durch die Scheibe durch. Kleiner Rundgang durch das Fahrzeug. Wir sehen, es gibt ein Fahrgastinformationssystem. Ein Entwerter für Verbundfahrkarten. Ein Fahrscheinautomat. Diese Fahrzeuge sind auch mit WC ausgerüstet. Gehen wir mal ein Stückchen durch. Auch hier nochmal ein Entwerter. Und schon sind wir einmal durch und haben hier den vorderen Führerstand erreicht. So, das ist also unser Triebwagen von außen. Gehen wir ein Stückchen entlang. Großartig kommentieren natürlich die Anschriften nicht. Das ist der Stellwerksackshäsen hier unten. Das im Hintergrund so ist die Durchgangsprüfung in der Regio drüben. Soll uns hier nicht stören. Und schon haben wir unseren Triebwagen einmal in voller Länge und im Vollen gesehen. Wir befinden uns also auf dem Vorplatz vom Chemnitzer Hauptbahnhof. Kurzer Rundblick, bloß mal kurz. Hier fährt also im Regelfall dann auch die elektrische Verwandtschaft von der Citybahn los. So heißen die elektrische Citybahn nach Stellberg. Das ist im Moment keine da. Im Moment müssen wir uns mit einem Rekko-Tatra begnügen. Gut, begeben wir uns wieder zur Eisenbahn. Noch ein kurzer Blick auf den Hauptbahnverkehr, der hier durchaus noch existiert. Und danach begeben wir uns wieder zu unserem Triebwagen, der Citybahn und wieder auf die Nebenbahn. Und wir treten unsere Rückfahrt in Richtung Frankenberg an und schauen dabei ein klein wenig dem klassischen Interregio zu, der hier Richtung Berlin davon fährt. Hat inzwischen Seltenheitswert. Ein Interregio noch komplett mit in fernblau lackierten Wagen. Noch nicht in
Verkehrsrot oder dieses Fernverkehrsweiß umgestrickt. Hier kommt uns ein anderer Triebwagen der Citybahn entgegen. Und zwar kommt dieser aus Burgstädt. Er fährt praktisch zwischen Burgstädt und Kempts Regionalbahnleistungen auf der Hauptbahn. Wir schlängeln uns hier durch das Gleisgewirr vom Kempzer Hauptbahnhof. Kommt eine 30 km/h Langsamfahrstelle. Das sind die Doppelkreuzweichen, die hier liegen. Die sind nur noch mit 30 km/h zu befahren. Wir halten im Interview ein bisschen hinterher. Rechts haben wir einen Zweiwagen-Doppelstockzug. Eine Verstärkereinheit, die dann Richtung Mittweida und Richtung Riesa fahren wird. Wird erstmal noch ein bisschen hin und her rangiert. Auf der rechten Seite liegt das ehemalige AHW, aber es sind auch bloß noch traurige Reste davon erhalten. Viel gibt es nicht zu sehen, deswegen lohnt es sich nicht, der Ast oder Kamera rüber zu ziehen. Vom BW Chemnitz ist auch nicht viel erhalten. Wir sehen jetzt ja auf der linken Seite ins Bild kommen. Wir sehen es hier, von einstiger Betriebsherrlichkeit ist ja auch nicht viel erhalten. Unterdessen sind wir ein Stückchen gefahren und befinden uns jetzt zwischen Chemnitz-Silbersdorf und Niederwiesa. In flotter Fahrt geht's auf der Hauptbahn in Richtung Niederwiesa. Diese Strecke, auf der wir hier fahren, die gehört zur Hauptbahn Zwickau-Dresden. Da fährt also alles sogar noch bis hin zu ganz vereinzelten ICE. Das dritte Gleis rechts übrigens ist stillgelegt, also auf diesem findet überhaupt kein Betrieb mehr statt, das liegt bloß noch so da. Und schon kommt uns ein Zug entgegen. Ein Dreiwagen-Doppelstecker-Wendezug. Diese als sogenannter Regionalexpress, in Wirklichkeit ist es eine Regionalbahn, zwischen Dresden und Zwickau hin und her fahren. Das Einfahrsignal Niederwiesa verkündet uns, wir dürfen mit 60 einfahren und haben Halt zu erwarten. Einfahrt mit 60 bedeutet, es geht nach Gleis 4 über die Weichen drüber. Gleis 4 ist auch das normale Gleis, um in Richtung Hainichen abzufahren. Würden wir noch weiter nach rechts fahren, kämpfen wir auf Gittergleise. Gleis 4 ist praktisch das letzte mit Personenbahnsteig, so wie es schon immer war.
Trotzdem ist vom alten Bahnhof Niederweser nicht mehr viel übrig geblieben. Kleiner Blick auf den Tacho. Auch der Gegentriebwagen aus Hainichen zur Weiterfahrt nach Chemnitz ist schon eingetroffen und steht am Gleis 1. Und wir sehen, für unseren Zug stehen sogar einige Reisende da. Das sind keine bestellten Klaköre oder sowas, sondern das sind echte Fahrgäste, die wollen tatsächlich mitfahren bei uns. Erfreulich, erfreulich. Noch ist die Ausfahrt zu, noch haben wir Rot. Aber nicht mehr lange. Und schon hat sich das Bild gewandelt. Schon dürfen wir mit 50 km/h ausfahren. Aus den 50 km/h wird bloß erstmal nichts, dank Indusi. Die Indusi bremst uns erstmal auf 25 km/h runter. Erst nach Ablauf der Beeinflussung können wir dann ein bisschen schneller fahren. Geradeaus würde es weitergehen auf der Hauptbahn in Richtung Flöha. Da wollen wir aber nicht hin. Wir fahren stattdessen wieder auf unsere Nebenbahn. Wir unterfahren die ehemalige Hauptbahntrasse. Und überqueren wieder den Niederweser Viadukt. Auf der rechten Seite kommt die Braunsdorfer Mühle ins Blickfeld. Der Fluss rechts ist die Tschöbau. Die werden wir dann gleich überqueren. Und schon überqueren wir die Tschöbau. Von der Steinbrücke. Auf der linken Seite im Bild gewesen, hat man einen recht guten Blick auf die Strecke. Und wir fahren auf den Halt Braunsdorf-Lichtenwalde zu. War früher auch mal ein Bahnhof, aber schon zu Staatsbahnzeiten zum Haltepunkt degradiert. Jetzt liegt nur noch ein Gleis. Reicht aber auch zu. Mehr Zugverkehr findet auf der Strecke eh nicht statt. In der Mitte kommt oben das Schloss Lichtenwalde in Sicht. Links der Magnolienbaum blüht im Frühjahr recht schön. Blüten sind bloß leider noch nicht ganz offen. Wir sehen den neu gestalteten Halt Braunsdorf-Lichtenwalde. Und damit wir sehen, wo wir uns befinden, haben wir es hier im Bild Braunsdorf-Lichtenwalde. Kurz vor Braunsdorf-Lichtenwalde kommt der Triebwagen hier reingefahren, überquert die Tschöbau und eine Bogenbrücke
und nähert sich dann Braunsdorf Lichtenwalde. Und in Kürze wird der Triebwagenzug den Haltepunkt Braunsdorf Lichtenwalde erreichen. Und wir befinden uns im Frühling in Braunsdorf und werden jetzt gleich mal gucken, ob ein Citybahn-Triebwagen Richtung Hainichen durchkommt. Unsere Fahrgäste sind schon da. Zusammen mit den Fahrrädern. Gut, dann werden wir mal gucken, was sollte gleich kommen. Und wird in Kürze Braunsdorf erreichen. Und schon setzen wir unsere Fahrt in Richtung Frankenberg fort. Links haben wir die Tschöbau und entlang der Tschöbau fahren wir jetzt flussabwärts nach Frankenberg. Diese Strecke hier ist ausgeweitet worden. Zu Staatsbahnzeiten waren hier bloß 60 km/h erlaubt, jetzt sind es 80. Die P-Tafel verrät uns, was wir gleich erreichen werden, den ersten und einzigen Tunnel der Strecke. Unter dem Hausteinfelsengitter hindurch, es ist der Harras-Tunnel. Hausteinfelsen wird auch als Harras-Felsen bezeichnet, selbigen unterqueren wir jetzt. Schon sind wir wieder draußen. Und die Fahrt flussabwärts geht weiter. Doppel-P-Tafel, an der wir eben vorbeigefahren sind, zeigt uns nichts anderes an, als dass wir einen unbeschränkten Bahnübergang in Kürze vor uns haben. Und ungesichert noch dazu. Da ist er schön. Das ist ein Wander- und Wirtschaftsweg, der hier drüber geht. Das BÜ-Signal hier steht vor dem Bahnübergang an der Pappelallee. Den werden wir gleich erreichen. Und wir passieren den ehemaligen Haltepunkt Frankenberg Süd, genannt auch Gunnersdorf. Allzu viel ist nicht mehr davon zu entdecken, der Bahnsteig ist spurlos verschwunden. Und hier wird durchgefahren, der neue Halt Frankenberg Süd liegt wenige hundert Meter vor uns. Auf der linken Seite möchte man mal hier hingucken, der Gerampelbetrieb. Auf der rechten Seite liegt der Frankenberger Friedhof. Gleich unterqueren wir die Altenheimer Straße. Der Halt, den wir jetzt anfahren, sollte ursprünglich mal Frankenberg-Altenheimer Straße heißen. Es ist aber doch bei dem alten Namen Frankenberg Süd geblieben.
ein komplett neu gebauter Haltepunkt. Wir sehen es hier recht schön. Bitte sehr, Frankenberg Süd. Und mitten im Wald sehen wir hier einen Triebwagen entlang der Zufall in Richtung Einichen fahren. Wir befinden uns am Ortsrand von Gunnersdorf, wieder zu Frankenberg. Und werden jetzt gleich sehen, dass ein Citybahn-Triebwagen in Richtung Frankenberg hier durchkommt. Auch hier keine unnötigen Standzeiten. Tür verriegeln. Und schon geht's weiter, das letzte Stück bis Frankenberg. Das heißt, genau genommen sind wir eigentlich schon in Frankenberg. Frankenberg hat also zwei Halte, wie eh und je, Frankenberg Süd und Frankenberg selber, was man eigentlich auch als Frankenberg Hauptbahnhof bezeichnen könnte. Nach der Kurve werden wir dann das Hammertal-Viadukt überfahren. Bitte sehr. Und schon überfahren wir das Hammertal. Diese Brücke, die ist schon in den 80er Jahren neu gebaut worden. Wir passieren das Einfahrsignal von Frankenberg. Nähern uns dem Bahnübergang Freiberger Straße. Und haben den Bahnhof auch schon vor uns. Und schon sind wir wieder da, wo wir losgefahren sind. So, da bin ich also wieder. Nun haben wir ja schon fast alles gesehen. Ich hatte aber erst angekündigt, dass wir vielleicht noch was sehen wollten von einem Dampfzug, von einem Sonderzug. Ich hatte erst in Heinichen die Anspielung gemacht, Sonderzug, und wir werden da noch was vom Sonderzug sehen und werden da noch was vom Sächsischen Eisenbahnmuseum sehen. Nun, das kommt jetzt als kleines Bonusmaterial sozusagen, als kleiner Bonusfilm für die Kassette. Und zwar sind am Sonntag, dem 17. April war es genau, Dampffahrten hier oben losgegangen. Ist ein Dampfzug hin und her gefahren mit der 50-36-48 vom Sächsischen Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf zusammen mit einem PWGS und 4 BGH-Wagen. Jo, das werden wir uns dann jetzt gleich noch angucken. Da sind auch einige Aufnahmen entstanden. Also auch Dampfzüge fahren durchaus mal hier auf der Strecke. Nicht gerade häufig. Wenn der nächste hier fährt, weiß kein Mensch. Aber diese Dampfaufnahmen, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Sie sind gegenüber den Aufnahmen, die wir auf dem Jahresvideo vielleicht schon gesehen haben, ein bisschen gekürzt worden. Da habe ich die Privatpassagen rausgelassen. Hier geht es ja schließlich nur um die Eisenbahn in diesem Film. Jetzt gucken wir uns also, wie gesagt, noch den Dampfzug an als kleines Bonusmaterial. Ich benutze die Gelegenheit schon immer mal, um mich von euch zu verabschieden. Bis zu einem neuen Video. War's das dann erstmal wieder. Also dann, auf Wiedersehen. Und schon ist er da. Hier haben wir den Star des heutigen Tages, unseren Dampfsonderzug, gezogen von der 50-36-48, rollt hier in den neu gestalteten Frankenberger Bahnhof ein. Wo sonst bloß Citybahn-Triebwagen fahren, fährt also heute auch mal ein anderer Zug. Den Zug an sich, den werden wir uns dann später im Film auch noch mal ein bisschen mehr im Detail angucken. Also soll heißen, werden wir noch mal gucken, was für Waren genau dranhängen. Hier haben wir da erstmal als kleinen Überblick.